Und damit herzlich willkommen hier zum allerersten Spieltag hier im EPP. Heute spielen wir gegen Communication Error anscheinend. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder reconnected bin, aber ja, bis gleich. So, dieses Mal hat's geklappt. Wir spielen gegen den guten Gleiscor. Ich will mal auf jeden Fall meine Revanche haben, aber das wird auf jeden Fall nicht leicht gegen sein Team. Und ja, sein Team ist tatsächlich ziemlich scary. Er hat tatsächlich seinen Terramon auch dabei in Arcanine. Der ist nämlich hier Terra Normal. Und oh, er hat tatsächlich Windewogen nicht dabei, was ziemlich gut für uns ist. Das heißt, unser Gastrodon ist tatsächlich da ein bisschen mehr belastbar. Und ja, ich schätze mal, er wird potenziell mit seinem Sorg vielleicht sogar leaden. Denn das ist ja tatsächlich relativ gefährlich. Und wir müssen da auf jeden Fall sehr hart drauf aufpassen, dass wir da nicht mit Dragapult mal irgendwie da reinlaufen. Und er hat wieder Jolteon dabei, was uns beim letzten Mal so viele Probleme hat. Aber dieses Mal sind wir drauf vorbereitet, denn wir haben einen Max Bedef Gastrodon dabei. Und Team ist natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und dann, ja, mit was starten wir da mal? Wir könnten einfach plump mit Sneasler einfach eine Runde liegen und einfach mal U-Turn auf irgendwas drauf hauen. Und ja, nichts möchte so wirklich tatsächlich eine U-Turn fressen, beziehungsweise das, was es fressen will, ist wahrscheinlich Amoongus. Und dann können wir auch einfach mal sein Item hier scouten direkt. Deswegen leaden wir einfach direkt. Falls der Choice Guff Zorak ist, können wir es dann potenziell auch herausfinden. Direkt. So, weil gegen Komala macht er tatsächlich nicht so viel. Selbst wenn er Focus Blast drückt, ist nämlich auch alles im Lot. So, Beckett. Beckett ist Amoongus. Glaube ich das? Ich habe irgendwie nicht im Gefühl, dass es Amoongus ist. Aber ja, drücken wir hier einfach mal eine Runde U-Turn und finden es ja einfach mal heraus. Dann können wir die zumindest schon mal immer auseinanderhalten. So. Und unser Ziel ist definitiv hier auch vor allen Dingen die Hazards rauszukriegen, weil wie man sieht, er hat keine Hazard Removal im Team. Beziehungsweise nur sehr beschränkte Hazard Removals. Und ja, deswegen, wir haben auf Gastrodon die Spikes, das heißt unser... Okay. Okay, es ist Zoroark. Das war eigentlich schon fast klar, dass er damit leadet. Deswegen, ich würde sagen, gehen wir hier auch einfach mal in unseren Check dagegen. Also, wenn er jetzt hier Instant Focus Blast drückt, Chapeau. Chapeau. Muss man ihm lassen. Okay, Bittermelis. Sehr schön, sehr schön. Und ich würde sagen, drücken wir einfach U-Turn dagegen. Er hat nicht so wirklich eine bessere Option hier. Und dann können wir vor allem wenn er jetzt rauswitcht, ist eigentlich sogar schon ziemlich gut confirmed, dass er potenziell sogar Choice Guff ist. Bitter Melis. Ich meine, er sieht jetzt natürlich auch, dass wir selber Choice Guff sind, aber das ist, denke ich, fein. Das ist, denke ich, vollkommen fein. Heißt ja nicht, dass Sneasler nicht ihn trotzdem immer noch verdammt viele Probleme macht. Okay, er geht raus. In wen geht er? Elizabeth. Sylveon, okay. Dann schauen wir doch direkt mal. Ja, das scheint Standard Fistef zu sein, tatsächlich. Und wir könnten jetzt potenziell... Ich glaube, wir gehen jetzt auch einfach instant in die Gurke und drücken einfach mal eine Runde Spikes hier an der Stelle, denn sein Team appreciated das überhaupt nicht. Jawohl, so machen wir das auch. Der dürfte keinen Move haben, mit dem er uns hittet. Und Hyper Voice macht sowieso nichts gegen uns. Und wir zwingen ihn wahrscheinlich sogar wieder zum Wechsel instant. Potenziell. Wenn er drinnen bleibt, auch komplett fein. Dann kriegen wir potenziell sogar noch eine Ladung Spikes raus, bevor er in Amoongus geht. Okay, er hyper-voiced.
Ja, macht jetzt nicht so viel. Und ich würde sagen, drücken wir das einfach nochmal eine Runde hier. Je mehr Chip, desto besser. Let's go. Soll er ruhig gerne in der Mungus rausgehen. Ist auch vollkommen fein. Potenziell müssen wir dann... Ah ne, wir haben einfach einen Free Switch in Komala dann sogar, weil Komatose einfach regelt. Dann können wir easy die Spore abfangen. Beckett. Beckett ist Amoongus. Das Richtige diesmal. Sehr schön. Dann haben wir schon mal zwei Layer Spikes draußen und können das hoffentlich später noch wiederholen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich sogar jetzt potenziell einfach mal einen Body Slam auf irgendwas raus. Was jetzt auch nicht so schlecht ist tatsächlich. Denn irgendwas Geparrates ist sehr, sehr gut. Vor allen Dingen für Dragapult, weil wir haben dieses Mal Hex statt Shadow Ball drauf, weil unser Team einfach so gut Status forcen kann. Vor allem mit Sneasler. So, für was geht er? Faubli. Aua. War sehr, sehr guter Schaden. Ich meine, wir finden jetzt so oder so heraus, was für ein Item ist. Das heißt, wir könnten... In wen gehen wir da an der Stelle? Wir könnten... Ich meine, er wird, denke ich, nochmal für ein V-Play gehen. Das heißt, wir könnten potenziell einmal Volcarona reinwerfen. Vor allem, weil der uns jetzt nicht so viel macht. Selbst wenn er für Spore geht, ist das fein, weil wir haben noch, denke ich mal, genügend Chancen aufzuwachen mit dem. Und vielleicht burnen wir ihn jetzt sogar an der Stelle. Das wäre nämlich auch ziemlich, ziemlich nice. Okay, komm nochmal, V-Play. Yes, yes, erster Flame Buddy Burn für diese Season. Geil, geil. Sehr, sehr schön. Das mag ich doch zu sehen. So, jetzt... Wir könnten potenziell tatsächlich rausdoublen auf potenziell seinen Arcanine. Ich erwarte, habe tatsächlich im Bild eher Flashfire erwartet. Für Volcarona. Ich glaube, wir können das sogar einmal machen. Vor allem bei seiner Switch-In. Obwohl, wir könnten auch potenziell... Das Ding ist, wenn der uns jetzt liebt, ja, ist okay. Ich vergesse, wir können auch einfach mal eine Runde Bugbust drücken an der Stelle. Oder sind wir greedy sogar? Das Ding ist, Dragapult Double ist halt ziemlich, ziemlich nice, um das Arcanine zu catchen. Und ich glaube, wir machen das jetzt auch einfach mal. So, jetzt bin ich gespannt, ob er drinnen bleibt. Okay, er geht raus. Sehr schön. So, wer kommt rein? Will. Will ist... Sitzt sich ja nach... Genau, nach dem. Sehr schön. Oh, der hat keine Boots tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr interessant. Das Ding ist, wir könnten tatsächlich einmal eine Runde protecten potenziell. Wenn das Sylveon reinkommt, fein. Wäre komplett okay. Und vor allen Dingen, wir könnten mal scouten, was dieses Arcanine macht. Vielleicht terrat er sich sogar und dann könnten wir potenziell tatsächlich versuchen, ihn einfach mal zu willen. Deswegen schauen wir doch einfach direkt mal. Okay, interesting. Er hat keine Boots auf dem. Das ist auf jeden Fall schon mal ein dickes, dickes Plus für uns. Wenn wir jetzt noch Stealth Rocks rauskriegen und er sich jetzt erstmal nicht herrat, komplett Bombe. Das Ding ist, wir könnten halt immer noch Specs Draco sein. Okay, er terrat sich tatsächlich. Dann bin ich mal gespannt, was er jetzt drückt.
glaube nicht, dass er für Substitute geht. Oder irgendwie sowas machen will. Weil Dragapult ist eigentlich so bulky, der sollte den eigentlich leben. Egal, was er da macht. Okay. Crunch. Also wir können jetzt hier auch einfach eine Runde free in, einfach mal eine Runde in Ristail gehen und einfach mal eine Runde Stealth rocken. Das ist hier super free. Das soll auch ruhig weiter crunchen, weil wir haben auch den Rocket Helmet drauf und er macht sich effektiv so viel selber Damage. So, da bin ich jetzt gespannt. Wie viel macht er uns? Crunch. Okay, das macht nicht viel. Das macht... Das ist, glaube ich, Max. Ist das Choice Band? Hold on. Das schaut mir nach Choice Band aus. Das ist Choice Band Element sogar, glaube ich. Damn. Das war sogar ein Max Roll. Sheesh. Das ist F-Rock mehr als einfach mal eine Runde. Okay, gut zu wissen, dass er Choice Band Element ist. Das ist gut zu wissen. Bishop. Sehr schön. So. So. Dann. Dieses Ding ist tatsächlich sehr, sehr, sehr scary. Das Ding ist, wir könnten tatsächlich einmal in Walkerunner gehen, weil so viel nimmt er tatsächlich nicht, außer er predicted uns direkt, was jetzt nicht so geil wäre. Wir könnten aber auch direkt einfach mal in Sneasler switchen. Ich glaube nicht, dass er direkt hart Sneasler predicted, denke ich mal. Er könnte potenziell... Ich habe im Gefühl, dass er... potenziell eher Volcarona predicted tatsächlich. Und wir noch nicht getermert sind, dann ist es tatsächlich nicht so geil. Und Volcarona kann uns definitiv das Game easy gewinnen hier. Deswegen gehen wir einfach mal in Sneasler an der Stelle. Der sollte auf jeden Fall jeden Hit tanken. Stealth Rock. Perfekt. Okay. Dann würde ich jetzt sagen... hauen wir einfach wieder direkt eine U-Turn raus. Ja, mit Rocks habe ich überhaupt keine Probleme hier. Das sind auch seine einzigen Hazards, die er hier raussetten kann. Das ist komplett fein. Und ja, unsere Rocks weaken Mons, haben Boots. Und ansonsten machen die jetzt auch nicht so viel. Denk mal, er würde jetzt in Among Us gehen, dann... Der hat... Er bleibt ballsy drinnen, okay. Okay. Geht er hier für Psycho-Cut, oder was? In wen gehen wir da mal am dürfsten? Kann Bishop counter? Ansonsten wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, wenn er... Okay, nee. Vielleicht ist er tatsächlich Choppleberry. Dann würde er potenziell, glaube ich, sogar einen tanken, oder? Bishop mit Choppel? Choppelberry? Dazu müsste er aber sehr, sehr viel Investment haben. Könnte sein, dass er potenziell ein Lure-Set ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er hier für eine Stormage geht, deswegen gehen wir einfach mal in den da rein. Okay, interesting, interesting. Iron Head. Okay, fine. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir Fiery Dancen hier jetzt einfach mal eine Runde und... Wir könnten auch eine Runde... Wir könnten potenziell auch Terran und Morning Sun drücken. Dann hätten wir wenigstens schon mal unsere Terran draußen. Ich glaube, das ist sogar unser Play hier. Vor allem, falls er jetzt noch Stonehenge hat oder irgendwie sowas ähnliches, trotzdem noch.
Ist ja immer noch möglich. Wir haben ja noch nicht viel von dem Ding gesehen. Okay, er ist auf jeden Fall kein Lorset. Interesting, interesting. Okay, jetzt geht er raus. Geht er in Arcanine? Norrington. Jolting. Ja, gut. Das ist vollkommen fein. Wir können jetzt einfach wieder free in Gastrodon gehen und einfach unsere letzte Layer an Spikes rauskriegen. Und dann haben wir schon mal alle unsere Ersatz draußen. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Das heißt, wir bringen alles mehr in eine Range, wo Sneaslow potenziell einfach durchsweepen kann. So, da sind wir wieder oben. Okay. Das finde ich gut, dass er sich noch mehr Chips selber macht. Sehr schön. Dann kommt wenigstens kein Speck Shadow Ball Gastrodon ins Gesicht geflogen. I like that. I like that. Sehr, sehr schön. Interesting. Nur für Terra Ball Corona, I see. Okay, er geht raus. Ist vollkommen fein. Er hat massiv Chip gekriegt. Das ist komplett okay. Das Ding kommt. Ja, das ist komplett fein. Das ist komplett fein. Je mehr Chip er kriegt auf Jolteon, desto besser. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Vor allem, er bekommt sogar minimal mehr Damage, als er mit Regenerator heilen kann. Black Sludge, okay. Das heißt, er wäre nicht geschützt gewesen vor potenziell Sleep von Sneasler, was auch sehr interessant ist. Und dann gehen wir jetzt diesmal einfach mal wieder in den da rein. Der nimmt von dem Hits immer. Und dann können wir einfach auch wieder raus U-turn. So, sehen wir auch mal was anderes außer Foulplay. Giga Drain. Okay, das macht so gar nichts. So null. Sheesh. Oder würde ich sagen, wir könnten sogar potenziell ein bisschen undamagen mit Body. Mit Body Slam. Machen wir jetzt aber auch nicht so viel. Ich glaube, da bringt uns Jutta tatsächlich mehr. Und dann können wir raus in Dragapult gehen und dann könnten wir potenziell sogar einfach mal einen Draco droppen. Und potenziell. Ah, sollte er danach eigentlich immer in Silver gehen, aber das wäre auch okay. So, minimal Chip. Jetzt bin ich gespannt, für was er geht. V-Play. Ist okay. Das hielt uns einfach fast. Okay, das auch wieder nicht, aber ist trotzdem schon ziemlich, ziemlich nice. Und ich glaube, wir ballern hier jetzt einfach mal eine Runde Hex raus. Denn nichts aus seinem Team möchte das so wirklich essen, tatsächlich. Let's go. Hex einfach mal eine Runde. Vielleicht bleibt er auch drinne. Könnte auch potenziell in Bishop gehen. Das wäre auch noch fein. Dann können wir potenziell danach sogar einmal eine Runde Protecten für ein bisschen Lefties Recovery. Denn dafür habe ich den Move schließlich draufgepackt. Und auch potenziell mal zum Scouten gegen hier sowieso Roark. So. Okay, geht raus. Geht er an Sylveon oder Bishop? Elizabeth, das ist Sylveon. Sehr schön. Dann kriegt er weiter einen Chip. Sehr, sehr gut. Da kommt noch ein Hex. Ah, es ist Zoroark, okay. Never mind. Ja, dann protecten wir jetzt einfach mal eine Runde auf seinen Nacken und schauen einfach mal, in was er sich potenziell lockt. Wenn er sich in Hyper Voice lockt, wäre das sogar perfekt.
Sehr, sehr schön. Und dann müsste er tatsächlich auch schon bald in Range von. Er müsste eigentlich schon längst in Range von Sneaslers Night Slash sein. Aber, ja. So. Kräftiges Überlegen an seiner Stelle. Ich meine, es ist sehr schwierig, sich wirklich in den gechoisten Move mit dem zu locken gegen mein Team, weil wir einfach so gute Resists gegen sein Dual-Typing haben. Deswegen irgendwo, okay, so. Für was geht er? Für was geht er? Grass Knot. Das heißt, wir können jetzt sogar einfach mal eine Runde stumpf einfach Draco drücken. Das ist auch absolut insane. Wir könnten aber auch nur noch komplett mentaleren Play machen und sogar für Will-O-Wisp gehen auf seinen potenziellen Sylveon-Switch-Out jetzt. Ich glaube, das ist sogar der Play. Ich glaube, das ist sogar 100% der Play an der Stelle. Selbst wenn er drinnen bleibt, ist das okay. Er sollte hier nicht drinnen bleiben an sich. Und er sollte in Sylveon eigentlich rausgehen. Safe. Vor allem jetzt muss er den Draco fürchten. Weil Grass Knot macht uns obviously so gar keinen Schaden. Okay, er bleibt weiter drinnen. Er bleibt weiter drinnen. Ist okay. Ist okay. Selbst das ist okay. Er macht uns nicht viel. Das ist komplett fein. Er könnte es immer noch machen, potenziell. Gehen wir hier weiterhin von Will-O-Wisp und protecten danach einfach ein bisschen, um unser Leben wieder zu regenerieren. Eigentlich spricht dagegen nichts wirklich. Oder Draco und wir hier? Und nehmen ihn einfach raus. Ich glaube, wir Draco und hier jetzt einfach mal eine Runde. Selbst wenn er jetzt rausgeht, ist okay. Wäre vollkommen fein. Okay, jetzt geht er raus. Oh, oh, es ist Blitzer. Okay, dann. I guess stirbt der erstmal. So. Tschüss, Blitzer. Und damit hat Dragapult erstmal einen schönen Kill. Sehr schön. Das heißt schon mal, dass eine Mon, das schneller ist als Volcarona, ist schon mal dead. Fehlt nur noch das andere und dann. Ja, eigentlich braucht Volcarona hier tatsächlich. Ja, wenn dieses Arcanine tot ist, dann ist Volcarona tatsächlich mega free. Aber wir sollten tatsächlich auch immer den E-Speed easy leben von dem. Und ich habe tatsächlich kein Terror Blast, der schon drauf, wie ihr gesehen habt. Das war einfach nur, weil ja tatsächlich hier den Feuer plus Terror Warder nicht so viel in seinem Team für sehr effektiven Damage. Und Bugwurst reicht auch in den meisten Fällen aus. Ja, und protecten wir jetzt erstmal wieder. Staffrock potenziell später schon mal ein bisschen. Ja, ist auch okay. Komplett fein. Ist komplett okay. Wir machen jetzt einfach den safen Play raus in die Gurke. Und getten einfach potenziell unsere Hazards weiter raus. So. Bleibt er drinnen oder geht er raus? Könnte potenzielle Bishop gehen, was komplett okay wäre, I guess. Batten Pass. I guess das ist auch fein. I guess das ist auch fein. So, Will. Ah, ist Arcanine. Okay, I see. Arcanine. Was macht er uns?
Ja, Extreme Speed macht schon. Aber ne, das, wait, das war kaum Maler. Hm. Damn. Das E-Speed macht laut dem Kalk tatsächlich nicht so viel Damage. Was ziemlich, ziemlich nice ist. Das heißt, wir könnten potenziell. Wie viel macht er auf Scream Tail? Der sollte eigentlich dann nicht viel machen, ne? Oh, das war noch nicht Terra Normal. Ah. Ja, okay. Scream Tail sollte eigentlich nicht. Ja, es könnte ein Raw sein potenziell, aber. Er sollte jetzt hier, denke ich, nicht für einen Crunch gehen. Deswegen könnten wir auch einfach in den hier eine Runde gehen. Weil potenziell mit Rocks könnte Ristail in Range sein. Und ich denke jetzt nicht, dass er instant für einen Crunch geht. Okay, kommt ein E-Speed. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt potenziell tatsächlich wieder versuchen, jemanden zu Will-O-Wispen. Vor allem, weil wir ja schon herausgefunden haben, dass er Choice Bandit ist. Vor allem auch noch Adamant ist. So, da kommt Elizabeth rein. So, war das jetzt wieder Silvian oder war das jetzt wieder der andere da? Sehr schön, das hittet. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß gerade nicht, hatten wir beim letzten Mal Will-O-Wisp auf den Ding gesehen? Ah, er könnte immer noch das Zoroark sein. Es wäre aber vollkommen. Wäre es fein, wenn er jetzt den Wish rauskriegt? Eigentlich schon. Es ist eigentlich komplett okay. Es ist eigentlich okay, selbst wenn er das macht, weil dann können wir auch wieder raus in Gastrodon gehen und einfach mal eine Runde spiken wieder. Selbst wenn er jetzt hier das Sylveon ist. Aber den Bittermelis will ich jetzt auch nicht fressen an der Stelle. Und ein gesundes Pult ist eh besser für das Omungus dann später. Weil er macht uns ja obviously nicht sehr viel. So. Okay. Ich meine, obviously können wir jetzt hier einfach mal dennoch eine Runde für Hex gehen und herausfinden, ob das Zoroark Hisui ist. Haben wir ja schon vorhin gesehen. Ansonsten klemmen wir ja tatsächlich einfach ein. Was jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm wäre, wenn dieses. Okay, es ist das Silber. Sehr schön, okay. Perfekt. Das heißt, er hat keine Wishes mehr an der Stelle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich denke, jetzt fällt sein Team auch so ein bisschen langsam auseinander, dass er, wenn er jetzt keine Wishes mehr passen kann, vor allem nicht auf das Arcanine. So, Will. Will ist der wieder gewesen. So, und dann können wir jetzt potenziell tatsächlich sogar mal kalten, ob Draco nicht sogar killt auf der Range. Ich meine, wir können auch einfach eine Runde in Screamtail gehen, weil danach ist er immer safe in Range von einem Draco. Könnten aber auch nochmal so ein bisschen Lefty's Recovery rausquetschen an der Stelle. Und schauen einfach mal auch mal so, auf was er sich lockt an der Stelle. Crunch, okay. Komplett okay, da können wir einfach in Screamtail reingehen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und wenn er jetzt noch einmal reinkommt, ist das sowieso ein Range von jedem Move von uns. Let's go. Er kann potenziell raus, versuchen rauszugehen in das Hisui-Zoroark. Aber selbst das wäre komplett okay. Ja, sehr schön. Jetzt ist er in Range von einem Draco definitiv von uns. Beckett war. Das war Mungus, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Ding mehr
Chip. Das Gute ist, der killt uns auch nicht. Das heißt, wir könnten potenziell tatsächlich sogar auch mal eine Wish raushauen. Screamtail ist einfach viel zu bulky, ich liebe es. Ja, dann gehen wir jetzt hier eine Runde einfach mal eine für den guten Wish. Und schauen einfach mal, was er jetzt macht hier. Clear Smog. Das ist vollkommen fein. Das ist richtig fein. Sehr schön, das heißt, wir könnten sogar potenziell eine Runde protecten und dann wieder versuchen zu wischen in jemand anders raus. Weil er scheint offensichtlich, glaube ich, keine Sludge Bomb zu haben. So, Giga Drain. Ja, komplett fein. Das ist geil. Ich glaube, Komala lebt den potenziell sogar noch und dann könnten wir den sogar wieder hochbekommen. Oder wir könnten sogar potenziell einfach raus ins Sneasler gehen. Ich glaube, wir können sogar einmal Chigi raus in Sneasler gehen, wenn wir jetzt den Wish rauskriegen. Müssen wir jetzt sogar wischen? Ne, wir müssen sogar nicht mal wischen. Wir können einfach hart in den rausgehen. Let's go. Und dann drücken wir, denke ich, einfach mal eine Runde Direclaw. Weil der toucht uns eigentlich so gar nicht. Ja, okay, ist auch fein. Endlich ist mal was gespawnt hier. Jetzt kann ich wenigstens safe immer irgendwo rein switchen. Sehr schön. Endlich ist es mal passiert. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit im Hinterkopf so gehabt, so, dass er endlich mal in jemanden einschlafen könnte hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal noch einen Dragapult und hexen den. Der macht jetzt giga viel Damage. Also wenn Dragapult so weitermacht, claimt er gefühlt 6 Kills hier. Gute Amoongus. Machen den auch so um die 50%. Wenn er Fist-Def ist. Das heißt, er sollte sich da eigentlich nicht entgegenhalten können. So, Dragapult-Time wieder. Let's go. Okay, er geht raus. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So. Gibbs ist das Ding. Okay. Ist das? Okay, das ist wirklich Bishop diesmal tatsächlich. Okay. Er hat Rocks Iron Head gezeigt. Das ist fein. An sich können wir da immer safe raus und Walker Runner gehen. Wir sind mega defensiv mit dem Ding ausgelegt und können da eigentlich immer gut was zurückmachen. Dann würde ich sagen, Bugbuzzen wir sogar einfach eine Runde in das Arcanine wahrscheinlich hinein. Und das sollte dann wahrscheinlich sogar sterben. So. Okay, der geht wieder raus. Sehr schön. Ist mir komplett egal, dass er hier rausgeht. Ja, er kriegt weiter Spikes Chip und so und kommt damit immer mehr in die Range von uns. Das heißt, das ist komplett okay. So. Amoongus, können wir dich killen potenziell? Wir können dich potenziell sogar killen. Wir könnten jetzt potenziell sogar einfach eine Runde Quiver dancen. Selbst wenn er Giga drained. Selbst wenn er Giga drained, das macht uns überhaupt nichts. Let's go, Quiver Dance Time. Los, Volcarona. Sweep. Das sollte auch keine Range von Arcanine sein, denke ich. So. Wir sollten den jetzt auch immer rausnehmen. Terra Normal. Schock, 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 Schock. So. No, da ist noch kein Extreme Speed drin. Ne? So, das mal. Ja, okay, sehr, sehr schön. Das heißt, wir können ja sogar einfach eine Runde für Fiery Dance gehen. Und dieser Mungus jetzt einfach ausnocken. Wenn er raus in Arcanine geht, ist fein. Wir leben in Extreme Speed. Okay, sehr schön, sehr schön. Volcarona snackt sich den Kill.
Subi. Selbst wenn jetzt Zoroark reinkommt, der sollte uns auch nicht mit keinem Move rausnehmen können. Will kommt. Ja, das ist das Arcanine. Komplett okay. Das heißt, wir können den jetzt hier einfach killen an der Stelle mit Volcarona. Wir drücken jetzt einfach eine Runde Barbars. Oh, er e-speedet sogar nicht mal. Das ist super. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, Volcarona geht jetzt sogar safe durch. Sehr gut. Potenziell hätte er uns nämlich noch mit Zoroark dann revengen können, aber anscheinend nicht, nee. Ja, selbst wenn er... Ich glaube, selbst ein Sucker Punch sollte uns nicht in Range von dem bringen. Ja, nee, das passt schon. Das passt schon. Huiuiui, das war eine Menge. Schwupps. Aber sehr, sehr gut. Das heißt, in schauen wir jetzt mal noch, in welchen Move er sich lockt. Und dann ist das ein GG tatsächlich. Gleister-Sänger. Check, genau. Wir könnten potenziell sogar jetzt einmal in Sizzler pivoten, um zu schauen, in was er sich lockt. Um vielleicht sogar Diff zu preserven. Ja, let's go. Machen wir das einfach, weil der tankt easy ein. Und Draco nimmt den ja auch immer raus. Also alles easy an der Stelle. Vielleicht überlegt er sich jetzt auch, ob er trickt potenziell, aber ich denke nicht. Selbst wenn, preventen wir das ja damit. Bitterman ist okay. Sehr schön. Wir können Komala noch einen Kill gönnen. Let's go. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir haben tatsächlich auch noch wirklich Sucker Punch, um den zu touchen. Sehr, sehr schön. So, und dann Sucker Punchen wir den hier einfach ins Gesicht und haben damit unseren ersten Spiel da solide runtergespielt, würde ich behaupten, mit einer Menge Hellsatz. Dickes GG an Gleiscore. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Spieltag hier wieder im EPP. Und dann sehen wir uns. Tschö mit Ö, ciao mit V.